und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir schauen uns heute 10 coole Zaubertricks an, die jeder kann. Taucherglocke. Taucherglocke. Möchtet ihr einen markanten Spitznamen haben, wie etwa Wassermagier oder Gebieter der Elemente? Nee. Wenn ja, werden wir euch erzählen, wie ihr beweisen könnt, dass ihr eurem Namen wirklich gerecht seid. Mhm. Sagt euren Freunden, dass ihr es schaffen könnt, ein Blatt Papier auf den Grund eines Ozeans, genauer gesagt, auf den Boden einer Wanne zu bringen. Es ist so komisch geschnitten, immer diese Videos. Eure Kumpels sollen aber vorher irgendetwas darauf kritzeln. Danach müsst ihr das Blatt zusammenfalten und in ein Glas legen, sodass es darin festsitzt und nicht runterrutscht. Mhm. Nun wird das Glas mit dem Blatt umgedreht und so auf den Boden eines Wasserbehälters platziert. Das war's schon. Das Papier ist trocken und das Wasser kann nicht daran herankommen. Hä? Im Anschluss holt das Blatt heraus und zeigt es unbedingt den misstrauischen Beobachtern, damit sie sich vergewissern, dass es tatsächlich trocken ist. Ja gut, aber es ist ja natürlich auch logisch. Du darfst aber nichts nehmen, wo das Glas komplett in das Wasser reinpasst, weil dann ergibt es wieder keinen Sinn. Unsichtbare Tinte. Unsichtbare Jeder von euch Tinte. Hat sicher ein Geheimnis, das ihr nur auserwählten Personen verraten könnt. Nö. Aber es gibt Situationen, in denen es gerade unpassend ist, über Geheimnisse zu reden, da man sich beobachtet fühlt. Okay. Wir bringen euch eine Methode bei, geheime Botschaften genau unter solchen Umständen zu verfassen. Ich habe sogar noch so einen Kugelschreiber hier zu Hause. Da kannst du mit irgendwo draufschreiben, dann hat der so ein Licht, so ein blaues Licht und nur damit kann man das dann lesen. Alles, was wir brauchen, sind Zitronensaft, ein Pinsel, ein Zettel und eine Wärmequelle. Mhm. Schreibt mit dem Pinsel eine Nachricht auf den Zettel und lasst die Tinte trocknen. Okay. Guckt mal, es ist nichts zu sehen. Das Blatt sieht wie neu aus. Aber wenn man es erwärmt, zum Beispiel... Da steht okay. weil es einfach mit... Och, es ist auch zu hohl. Das Geheimnis dieses einfachen Tricks besteht darin, dass unsere selbstgemachte Tinte anbrennt und somit dunkel wird. Es ist so blöd. Sorry, das ist wirklich dumm. Stricktrick. Nein, es ist nicht das, woran ihr gedacht habt. Mhm. Wir hatten nicht vor, uns zu erwürgen. Okay. Obwohl dieser effektvolle und einfache Trick genau danach aussieht. Es ist so komisch geschnitten, diese Videos. Man zeigt einfach die Zaubertricks. Ich will keinen Filmausschnitt mit irgendwelchen komischen Soundszenen. Dazu brauchen wir einen Strick oder einen Schal. Und natürlich etwas Geschick für den Fall, dass etwas schief läuft. Mhm. Also, wir legen den Strick um den Hals. Dann nehmen wir das eine Ende, indem wir den Strick quasi in zwei Hälften biegen und führen das andere Strickende hinter den Hals. Das Ganze muss so aussehen, als ob die Enden sich gekreuzt hätten und eine feste Schlinge um euren Hals zusammengezogen worden wäre. Mhm. Nun nehmt den Strick mit beiden Händen, tut so, als würdet ihr euch anstrengen und zieht an beiden Enden. Lol. Zack, fertig. Der Strick bleibt unversehrt und die Zuschauer haben einen Schreck gekriegt. Ja, das Problem ist allerdings, dass das bisher so Tricks waren, wo man immer Sachen für braucht. Die Zitrone da zum Schreiben, hier brauchst du einen Schal. Was ist denn mit so Sachen, wenn ich im Sommer im Park sitze mit meinen Freunden? Gibt's dann irgendwelche Tricks so mit meinen Händen oder irgendwas, irgendwie so? Schwimmende Nadel. Ja. Lasst uns gemeinsam die simple Frage beantworten, ob eine Nadel auf dem Wasser schwimmen kann. Jeder von euch würde sicherlich sagen, dass sie sofort untergehen würde. Ja, logisch. Aber so einfach ist es nicht, Freunde. Gleich werden wir sie schwimmen lassen. Mhm. Für diesen einfachen Trick muss sie mit ein wenig Öl oder Fett geschmiert werden. Ja, Gott, danach legt ihr sie vorsichtig mit einer Pinzette auf die Wasseroberfläche. Mhm. Wie ihr seht, versinkt die Nadel nicht im Wasser. Ja, weil sie mit dem Öl bzw. Fett umschwungen ist und das halt nicht runtergeht. Beziehungsweise mit dem Wasser eins wird. Das sieht man ja auch, wenn man Öl ins Wasser kippt. Das vermischt sich ja nicht, sondern dann sind da so kleine Ölbläschen drin. Also das sind halt aber so Tricks so. Ich sitze doch nicht mit meinen Freunden hier in der Küche oder im Wohnzimmer und sage, guck mal Leute, ich kann einen Zaubertrick. Ich brauche nur kurz Öl, Wasser, ein Glas und eine Nadel. Mathematischer Trick. Okay. Nun lasst uns ein bisschen den Kopf anstrengen und rechnen. Mhm. Ihr braucht euch nicht gleich gelangweilt zu fühlen. Das hier ist kein eintöniger Matheunterricht, sondern ein echter, ausgeklügelter Trick. Mhm. Um nicht durcheinander zu kommen, raten wir euch, einen Zettel und einen Stift zur Hand zu nehmen. Mhm. Also, stellt euch eine Zahl von 2 bis 10 vor. Ja. Habt ihr sie? Nun müsst ihr sie mit 9 multiplizieren. Ja, hab Keine ich auch. Sorge, wir wollen nicht eure Kenntnisse der 1x1-Reihe auf die Probe stellen. Ehrenwort. Ich hab's. Habt ihr schon die Zahlen multipliziert? Ja. Infolge dieser Operation sollte sich eine zweistellige Zahl ergeben. Mhm. Jetzt müsst ihr die erste Ziffer dieser Zahl um die zweite zusammenzählen. Mhm. Wenn ihr zum Beispiel die Zahl 45 habt, müsst ihr zur Zahl 4 die Zahl 5 addieren. Mhm. Nun subtrahiere 5 von dem Ergebnis. Mhm. Keine Panik, wir sind gleich fertig. Dann wird dieser Zahl ein Buchstabe zugeordnet.
Die 1 steht beispielsweise für den Buchstaben A, die 2 für B und so weiter. Mhm. Und jetzt, wo ihr euch für einen Buchstaben entschieden habt, müsst ihr euch den Namen eines Landes einfallen lassen, der mit diesem Buchstaben beginnt und euch als erstes in den Sinn kommt. Deutschland. Ich habe eine 7 genommen, 7 mal 9 sind 63, 6 plus 3 sind 9. 9 minus 5 ist 4 und der vierte Buchstabe im Alphabet ist ein D, also Deutschland. Die Sache ist allerdings, dass jeder wahrscheinlich D hatte, also 4 am Ende, weil so 45 ist 4 plus 5, 54 ist 5 plus 4, also auch 9. Da kommt, glaube ich, immer das Gleiche raus, 72, 7 plus 2. Danach müsst ihr euch ein großes Tier aussuchen, dessen Name mit dem dritten Buchstaben des Namens dieses Landes beginnt. Fertig? Des dritten Buchstaben? Deutschland, das ist ein U. Ich kenne kein großes Tier mit U. Nun sagt uns, wie kommt ihr darauf, dass es in Dänemark Nashörner gibt? In Dänemark Nashörner? Ich habe an Deutschland gedacht. Land mit D. Natürlich denke ich an Deutschland. Wieso Dänemark, Alter? Emotionaler Geldschein. Mhm. Für diesen Trick braucht ihr einen Geldschein, auf dem irgendjemandes Gesicht dargestellt ist. Gibt's in Deutschland nicht, glaube ich. Habt ihr einen gefunden? Nun faltet vorsichtig den Schein in zwei Hälften. Danach müsst ihr ihn einmal links und einmal rechts von der bereits vorhandenen Falte biegen, aber in die entgegengesetzte Richtung, sodass sich dabei eine Art Fächer ergibt. Jetzt passt auf! Wenn ihr den Schein ganz langsam dreht, ändert sich sofort die Stimmung des Menschen, dessen Konterfei darauf abgebildet ist. Erst vor wenigen Augenblicken war er heiter und jetzt guckt er ganz traurig. Wir denken, es liegt daran, dass er nicht darauf steht, gefaltet zu werden. Was ist das für ein Schwachsinnsvideo bisher? Es ist so richtig so, oh, wir müssen irgendwie 10 Zaubertricks finden. Komm, wir denken uns irgendwas auf. Wenn man das faltet, dann ist das... dann ist das mit Dänemark und Nashörnern, hä? Gefrierendes Wasser. Viele von euch haben bestimmt den Trickfilm Frozen gesehen und wissen, dass dort die Hauptfigur umgebende Gegenstände ganz geschickt in Eis verwandeln und magische Tricks mit Schnee vollführt hat. Okay. Jetzt werden wir dasselbe tun. Dazu müsst ihr als erstes eine Plastikflasche mit Wasser ins Kühlfach stellen. Aber vergesst sie nicht. Das Wasser darf nicht komplett zu Eis werden, sondern soll nur den Gefrierpunkt erreichen. Okay. In einfachen Worten, es soll maximal abkühlen, was etwa 2 Stunden dauert. Vergesst nicht nachzuschauen, wie es dem Wasser geht, um den richtigen Moment nicht zu verpassen, in dem die Flasche herausgeholt werden muss. Lange Rede, kurzer Sinn, lasst uns endlich mit der Magie anfangen. Okay. Legt einen Eiswürfel oder besser einen kleinen Haufen davon auf einen Teller und begießt diesen Mini-Eisberg mit dem Wasser aus der Zauberflasche. Nun dürft ihr darüber staunen, dass sich das Wasser direkt vor euren Augen in Eis verwandelt. Ach, das gibt's doch sogar in Finnland. Wenn es da den ganzen Tag über irgendwie 2 Grad sind, 1 Grad, auch tagsüber nicht wärmer wird, dass dann, wenn du Wasser aus dem Wasserschlauch rausmachst, auf den Schnee drauf, dass sich dann auch also eine eigene kleine Eisburg baut. Telekinese. Wir denken, dass niemand irgendwelche Einwände gegen die Behauptung hätte, dass es cool wäre, Telekinese zu besitzen und Gegenstände durch Gedanken zu bewegen. Natürlich. Man könnte zum Beispiel seine Kopfhörer oder einen Leckerbissen aus der Küche herbeipfeifen. Allerdings wissen wir nicht, wie man solche Fertigkeiten erlernen kann. Ich finde wirklich, keine Zauberkraft hätte ich gern, keine Magie oder irgendwas. Ich würde einfach nur gerne auf Schlaf verzichten können. Ich bin generell immer irgendwie übermüdet. Ich schlafe viel zu wenig. Und wenn ich einfach sagen könnte, bam, ich muss ab jetzt nie wieder schlafen, würde ich einfach meine komplette Arbeit erledigen. Von 22 Uhr abends bis 8 Uhr morgens. Und danach hätte ich den ganzen Tag für mich. Ich hätte mich die Zeit zum Weiterbilden, zum keine Ahnung was machen. Irgendwie, also es ist, wenn ich nicht mehr schlafen müsste. Man schläft ein Drittel seines Lebens. Man hätte locker 25 Lebensjahre mehr von der Sache. Wenn ihr noch nicht über solche Fertigkeiten verfügt, bringen wir euch einen einfachen Trick bei, der eure Freunde in Staunen versetzen dürfte. Wir brauchen eine große Plastikflasche und einen kleinen Ketchup- oder Soßebeutel. Es könnte aber auch ein anderer, leichter Gegenstand sein. Der Beutel wird in die Flasche gesteckt, die fest verschlossen werden soll. Jetzt fängt das Spannendste an. Versucht die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf die freie Hand zu lenken, mit der ihr gestikuliert, und drückt in diesem Augenblick die Flasche zusammen. Und zwar so, dass es keiner mitbekommt. Alter. Wenn man die Flasche hier zusammendrückt, geht der Beutel nach unten. Wenn man den Griff lockert, kommt er wieder nach oben. Ja, es ist doch logisch, wenn ich hier eine Flasche habe und drücke. Gut, die Flasche muss natürlich geöffnet sein, dann muss ja Luft rauskommen. Aber wenn ich hier eine Flasche habe und ich drücke, dann geht ja auch das Wasser nach oben. Und wenn ich loslasse, dann geht es wieder runter.
Logischerweise geht dadurch auch das Ding nach oben und unten. Also das ist ja eindeutig klar. Also, kein Trick hier ergibt wirklich Sinn. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, Freunde, dann lasst dennoch gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ich habe ehrlich gesagt nichts dazu gelernt.